Hallo liebe Filmfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt und Wochenende steht ja jetzt vor der Tür. Außer für mich, der liebe Tom hat leider kein Wochenende, aber ich wollte auf jeden Fall den zweiten Teil von meinem Geburtstagsupdate machen. Dann ist es alles geworden, wirklich eine ganze Menge. Messer aber schon parat liegen. Bierchen natürlich auch. Prost Leute. Holt euch auch alle ein Bier, macht es euch gemütlich. Und ja, bevor wir jetzt zu den Filmen kommen, habe ich noch ein ganz besonderes Geschenk bekommen. Zwar hatte ich das schon zu Weihnachten bekommen, aber da musste der liebe Tom basteln. Ja, basteln tue ich nicht so oft und hatte auch erstmal gar keine Zeit dafür. Ne? Und ja, gab dann anfänglich ein paar Probleme mit der Anleitung. Man musste die irgendwie aus dem Internet runterladen. Das hat ein bisschen gehakt. Also irgendwie war vielleicht die Seite irgendwie überfordert. Also hat ein paar Tage gedauert, bis ich dann endlich mal die Anleitung hatte. Und ja, ich habe dieses coole Teil bekommen. Ne? Eine Chucky Bricks Puppe. Ne? Bricks ist sowas ähnliches wie Lego. Ne? Und ja, da habe ich halt diese coole Chucky Puppe bekommen vom lieben Joshua. Joshua, wenn du das siehst, besten Dank, mein Bester. Echt cooles Geschenk von dir, hat mich auf jeden Fall mega gefreut und der bekommt auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Ne? Ich habe auch hinten schon so eine kleine Lücke gemacht, da stellen wir den jetzt auch zusammen rein. So. So. Wunderbar, da bleibt die schöne Chucky-Puppe jetzt auf jeden Fall stehen. Wie gesagt, hat mich echt mega gefreut und ja, hat auch Spaß gemacht, das Ding zusammenzubauen. Ne? Hab zwar ein paar Mal geflucht, aber dann ging es und auf jeden Fall besten Dank, lieber Josh. So, jetzt kommen wir mal zu den Filmen. Fangen wir mal mit Päckchen Nummer 1 an. Aufkleber schon alle abgemacht. So, dann schauen wir doch mal. Ja, als erstes habe ich mir zwei Kevin Costner Filme bestellt, ja, die ich noch nicht auf Amaré hatte, sondern bis dato nur auf Blu-ray, zumindest einen davon. Den anderen hatte ich noch gar nicht in meiner Sammlung und habe den auch erst vor kurzem gesehen. Ja, Schande auf mein Haupt, weil das war so ein guter Film. Aber kommen wir erstmal zum ersten Film und das wäre der Film, der mit dem Wolf tanzt. Absoluter Klassiker, absolut hammercooler Western. Ne? Ich liebe diesen Film, ja, mit Kevin Costner und ja, das wäre Numero Uno, ne? Als Extended Edition. Ne? Und als zweiten, ja, der Film habe ich bei Netflix habe ich mir den angeguckt und ja, ich kannte ihn eigentlich überhaupt gar nicht. Ne? Ist auch mit Kevin Costner und Gene Hackman und Dennis Quaid. Und ja, normalerweise bei den Schauspielern wundert mich, dass er so an mir vorbeigeschlittert ist, sage ich mal. Ne? Aber der Film, der war wirklich absolute Granate. Also ich fand den sowas von super, auch ein Western, so dass ich ihn mir auf jeden Fall auch kaufen musste, um den auf jeden Fall in meine Western-Sammlung zu integrieren. Und das wäre der Film White Earp. Also da kann ich euch sagen, Leute, der Film, der ist wirklich absolut der Wahnsinn. Ne? Also ich habe selten so einen guten Western gesehen. Ne? Klar, spiel mir das Lied von Tod oder hier der mit dem Wolf tanzt und die ganzen Clint Eastwood und Django und hast du nicht gesehen, aber der Film, der hat mich wirklich weggehauen. Ja? Also den fand ich wirklich mega, mega, mega gut. Also wer den noch nicht kennt, White Earp, kauft euch den, wie gesagt, da macht ihr absolut nichts falsch. Wer auf jeden Fall Western mag, ja, ein wirkliches Muss, sage ich mal. Ne? Und ja, ein kleines Meisterwerk, würde ich mal so behaupten. Fand ich wirklich richtig, richtig geil. So, dann machen wir mal das zweite Päckchen auf. Da wäre nur ein Film drinnen und zwar der Film The Nightingale. Habe ich sehr viel drüber gelesen. Ja.
Die Meinungen gehen da auseinander. Gibt einen Teil, die sagen, absoluter Mist der Film. Andere sagen, das ist wirklich ein absolut großartiger Film. Viele reden auch vom Meisterwerk. Na, auch ein Western, aber halt so, sag ich mal, ein bisschen härter, sag ich mal. Ne? Und ist so ein Rache-Western, soll das sein, so wie ich gelesen habe. Und ich kann ihn auch mal, ja, spiegelt ein bisschen. So. Und ja. Sagt mir gar nichts, ne? Ein atemberaubender Meisterwerk. Ja, mal gucken, ob der so atemberaubend ist, ne? Rache-Thriller, ein Film, der gesehen werden muss. Ja, hat eine Laufzeit von 92 Minuten. Ja, hat ein bisschen extra dabei, ne? Wie ihr sagt, The Nightingale. Sagt mir einfach gar nichts, der Film. Muss ich mir mal angucken und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Also viel Gutes darüber gelesen und ja, ist ja auch von den Machern von Babadook und ja, bin ich gespannt. Ich muss aber einmal reingucken. Ich muss mal gucken, ob da ein Wendecover drin ist, weil das Cover sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ne? Also, ja, wunderbar. Wunderbar. Ja, cool. The Nightingale. Wirklich. Cover sieht auf jeden Fall richtig stark aus und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. So. Oh, jede Menge Päckchen zu öffnen. So. Dann habe ich mir bestellt. Den Film hatte ich auch noch nicht auf Amore, sondern ja, hatte ich eigentlich gar nicht in meiner Sammlung, habe den aber schon wirklich, weiß ich nicht wie oft in meinem Leben gesehen und ja, ein Granatenfilm, auch ja, wenn der Film, sage ich mal, ja, sehr dramatisch quasi im wahren Leben war, sage ich mal, während der Dreharbeiten. Wir sprechen über den Film The Crow, ne, mit Brandon Lee, quasi der Sohn von Bruce Lee. Ja, der während der Dreharbeiten ja leider tragisch ums Leben gekommen ist. Ja, in einer Requisitenpistole hat sich wohl irgendwie noch eine echte Kugel drin befunden. Ja, die klemmte wohl da fest und ja, man hatte dann quasi mit Platzpatronen geladen, aber halt diese eine Kugel war dann halt trotzdem noch im Lauf und ja, hat halt Brandon Lee während der Dreharbeiten quasi tödlich verletzt und ja, ne. Eigentlich eine sehr tragische Geschichte, sag ich mal, zumal der Film auch wirklich granatengut ist. Ne? Also wie gesagt, ich habe den schon ein paar Mal gesehen in meinem Leben, habe den aber noch nicht in meiner Sammlung und ja, jetzt habe ich mir den auch mal auf Amore gegönnt und ja, super guter Film, tragische Geschichte, ne, vom Sohn von Bruce Lee. Bisschen schade, war ein super Schauspieler. Der hätte bestimmt bis heute noch sehr, sehr gute Filme gedreht. Ne? Und ja, ich glaube, er war noch nicht mal 30, als er gestorben ist. Ne? Also schon ganz schön scheiße. So, dann kommen wir mal zum nächsten Päckchen. Da brauche ich aber mal hier das Messerchen. So. Und ja. Dann habe ich mir bestellt einen Arthouse-Film in 4K plus Bonus Blu-ray. Und ja, der Film ist eigentlich in aller Munde, ist ja quasi erst vor kurzem quasi als 4K erschienen und das wäre der Film Der Pakt der Wölfe. Absolut genialer Film, für mich auch ein absolutes Meisterwerk. Ich liebe diesen Film und ja, ich sammle ja sowieso die ganzen Arthouse-Filme und daher musste dieser Film auf jeden Fall sein und auch in 4K hoffe ich natürlich, dass das Bild natürlich super gut sein wird. Ist leider ja nicht bei allen 4Ks so, also manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Blu-ray manchmal besser ist wie die 4K-Version. Nicht immer, aber ja, so bei dem einen oder anderen Film kommt es halt so vor. Wie gesagt, Pakt der Wölfe, absolute Empfehlung. Ne? Ich mag diesen Film sehr. So. Nochmal ein Schlückchen trinken. Ja, dann kommen wir zum letzten Paket. Das ist auch wirklich das größte Paket.
Wer soll das eigentlich immer noch alles gucken? Ey? Ich kann das nicht, ich kann das nur immer wieder betonen. Ich lasse die einfach mal umgedreht. Dann lasse ich mich auch ein bisschen überraschen. So. Dann habe ich mir bestellt, ja, Stanley Kubricks. Jetzt müsste es bei vielen klingeln. Ein absolut genialer Film. Habe ich in meiner Jugend gesehen und ja, früher war der Film auf jeden Fall absolut schockierend. Der Film ist absolut skurril, sag ich mal, aber dennoch für mich ein absolut genialer Film und das wäre der Film Uhrwerk Orange. Also das ist wirklich ein absolut hammerstarker Film. Ne? Also diesen Film habe ich in meiner Jugend absolut gefeiert. Ne? Also der Film, der hat mich wirklich absolut umgehauen und ja, das muss ich natürlich gucken. Nein, leider kein Wendecover drin. Wie ärgerlich. Ich hasse es. Ne? Ja, Uhrwerk Orange. Wer den noch nicht hat, liebe Leute, ne, ist ein Psychothriller. Ne, und der ist wirklich richtig, richtig stark. Ne? Kurz die Geschichte mal angehauen für die Leute, die den Film noch nicht kennen. Ja, da sind zwei Leute, die überfallen eine junge Dame im Haus und machen wirklich ziemlich krasse Sachen mit ihr, zumindest für die damaligen Verhältnisse. Und ja, einer von denen wird dann geschnappt und ja, kommt in so eine Besserungsanstalt und ja, da wollen sie ihm quasi so das Böse aus dem Geist oder das Böse aus dem Körper quasi entnehmen. Ne, eine Szene zum Beispiel, da kriegt er so Klammern an den Augen, dass die Augen quasi nicht mehr zugehen. Und dann muss er sich halt stundenlang irgendwelche schlimmen Sachen angucken, wie Leute exekutiert werden, wie Frauen vergewaltigt werden und. Ne, um diesen Menschen quasi komplett zu brechen, sage ich mal. Und ja, wie der Film gemacht ist, ne, die Atmosphäre, die Drehart, sage ich mal, ne, das gesamte Kunstwerk, sage ich mal, ne, ergibt wirklich einen richtig, richtig klassen Film. Und ja, jeder, den nicht kennt, Uhrwerk Orange, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ja, dann habe ich mir noch eine 4K bestellt. Ja, ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Mel Gibson Fan und ja, bin mir so die besten Filme jetzt quasi alle auf 4K auch am holen. Ne? Ich hatte ja letztens Braveheart schon gezeigt in 4K und jetzt habe ich mir auch Der Patriot von Mel Gibson geholt und ja, auch ein absolut genialer Film aus, ja, aus dem Krieg, der Bürgerkrieg quasi in Amerika, die Nordstaaten gegen die Südstaaten und ja, der Film ist auch absolut Granate. Ne? Die Atmosphäre, die Geschichte, sage ich mal, ne? Was der Mann da alles quasi durchmachen musste und ja, wie gesagt, kennt jeder, also brauche ich eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Also Mel Gibson, Der Patriot, ein super Film und ja, jetzt habe ich ihn auch in 4K. So, dann habe ich mir geholt von Filmjuwelen. Ne, ihr wisst, Filmjuwelen finde ich auch super. Ne, ich sammle relativ viel von, ne, man sieht sie auch da oben hier, Unibaba oder auch Der Leichendieb oder Die Zeitmaschine. Und ach, ich habe so viele Filme von Filmjuwelen. Da durfte dieser Film auf jeden Fall nicht fehlen. Ich kenne den Film auch aus meiner Jugend. Hab den aber wirklich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also wenn ich mir den jetzt nochmal angucke, ist das eigentlich quasi wie eine Erstsichtung. Und das wäre der Film Katzenmensch. Katzenmenschen, so, Entschuldigung. Wie gesagt, ich habe mir den, glaube ich, mal in der Jugend mal angeguckt. Bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Habe auf jeden Fall viel Gutes von dem Film gelesen. Und ja, habe mir den jetzt auf jeden Fall auch in die Sammlung getan. Und ich denke mal, wie bei allen Filmjuwelenfilmen, noch ein schönes Booklet drin sein und ein schönes Wendecover. Und ja, die geben sich wirklich immer absolut Mühe. Ja, und das Cover ist wirklich absolut stark. Ne? Also, ja, wer findet dieses Cover nicht gut? Ja, wie gesagt, ein schönes Booklet. Ne? Ja. Also da freue ich mich auf jeden Fall auch, mir den Film anzuschauen.
Auch natürlich mit Wendecover und auch wieder hier dieses schöne dicke Papier. Also Filmjuwelen, ja, machen wirklich so die besten Amrys in meinen Augen. Die geben sich wirklich richtig, richtig viel Mühe. Ja, könnte sich Warner auf jeden Fall mal eine Scheibe abschneiden oder auch Sony oder ja, Katzenmenschen. Freue ich mich auf jeden Fall mega, auch mir den mal wieder anzuschauen und ja, der zieht dann definitiv auch in meine Sammlung ein. Ja, als nächstes, ja, zu der schönen Figur habe ich mir auch direkt passend als Amory den Film Chucky die Mörderpuppe geholt. Ich habe ihn leider nur als DVD quasi den ersten Teil. Ich glaube, den zweiten habe ich auch noch auf DVD. Den werde ich mir dann auch nochmal als Blu-ray holen. Na, es gibt ja auch, sage ich mal, so eine richtig schöne Chucky-Box, sage ich mal, aber ja, nicht mehr zu bekommen. Und ich glaube, nur die amerikanische Fassung, da gibt es quasi diese Box noch, aber mit deutschem Ton halt nicht. Und ja, kostet auf jeden Fall auch ein Schweinegeld. Und da reicht mir auf jeden Fall auch die normalen Amurys und ja, Chucky die Mörderpuppe brauche ich gar nichts drüber zu sagen. Ja, kennt jeder. So, jetzt muss der Thomas erstmal ein Stückchen trinken. Und dann kommen wir schon zu den ja, letzten zwei Filmen, beziehungsweise sind das Serien, Zeichentrickserien. Ja, mal nichts mit Horror. Aber das sind Zeichentrickserien aus meiner Kindheit, die ich wirklich geliebt habe. Und die habe ich jetzt bei Amazon wirklich für richtig kleines Geld bekommen. Ja, das sind quasi die kompletten Serien. Und das wäre zum einen die Serie Bravestar. Ja, habe ich als Kind super gerne geguckt. Ja, richtig, richtig geil. Und ja, ist quasi der erste Zeichentrickfilm in meiner Sammlung. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe noch Herr der Ringe als Zeichentrickfilm. Und ja, habe ich mir einfach mal so aus Spaß gegönnt, sage ich mal. Und als nächstes hätten wir noch die Serie She-Ra. Ja, habe ich als Kind auch super gerne geguckt. Genauso wie He-Man und ach, wie hieß es, G.I. Joe habe ich gerne geguckt und Mask und ja, das waren so alles so Zeichentrickfilme, die ich halt in meiner Jugend halt sehr, sehr gerne geguckt habe und ja, jetzt habe ich mir einfach mal die kompletten Serie mal gegönnt. Ne, und ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch, mir mal so abends, wenn ich mal Langeweile habe, mal so die eine oder andere Folge anzugucken. Das Schöne ist, ja, so eine Folge dauert meistens nur so 30, 40 Minuten. Und ja, das kann man auch einfach mal machen, wenn man ein bisschen müde ist und jetzt keine Lust hat, jetzt auf einen ellenlangen Film. Ja, kann man sich auch einfach mal so eine Folge She-Ra geben. Ja, wie gesagt, Riesenfan von, genau wie He-Man. Ne, He-Man habe ich mir jetzt wirklich auch vorgenommen. Ne, die werde ich mir, glaube ich, jetzt auch so alle nach und nach mal zulegen, aber He-Man gibt es glaube ich nicht in so einer kompletten Serie, sondern die muss man halt Staffel für Staffel kaufen, sind auch etwas teurer, aber ja, werde ich mir, denke ich mal, so bei den nächsten Amazon-Bestellungen, wenn die mal wieder irgendwie so 20% Aktionen haben oder sowas, ja, werde ich mir die einfach dann auch mal gönnen. Ne? Muss ja nicht immer Horror sein und muss ja nicht immer nur Blut sein und ne, es kann ja auch mal wirklich sowas hier sein. Ja, liebe Leute, da sind wir auch schon durch. Ja, genießt alle euer Wochenende. Ne? Macht Party oder macht was mit euren Familien. Habt Spaß, genießt das Leben. Das Leben ist einfach zu kurz, ja, um es zu verschwenden. Ne? Also macht was Schönes. Ich muss leider arbeiten. Ja, und von daher machen wir nochmal den Schnelldurchlauf. Ne? Wie gesagt, Bravestar. She-Ra, die komplette Serie. Ja, Chucky, die Mörderpuppe, einfach mal aus Spaß. Ich glaube, der hat 6 Euro gekostet, kann man nichts falsch machen. Katzenmenschen, ja, da freue ich mich auf jeden Fall, mir den anzuschauen. Genauso wie Der Patriot mit Mel Gibson, absolut genialer Film. Uhrwerk Orange, wirklich ein Klassiker, kann ich nur so sagen. Ja, dann hätten wir den Film Pack der Wölfe. The Crow,
mit dem tragischen Unglück von Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee. Dann The Nightingale, White Earp, fantastischer Western, auch genauso der mit dem Wolf tanzt. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bleibt mir alle gesund. Ja, und wir sehen uns und macht's gut, euer Tom.